Herzlich willkommen zum nächsten großen Abschnitt hier in diesem Videokurs zum Rechnungswesen. Ich möchte ganz gerne auf Bilanzierer eingehen. In anderen Abschnitten waren wir auf Einnahmenüberschussrechner hier zu sprechen gekommen. Und hier soll es sich drehen um Bilanzierer, ne? Also hier nicht mehr Paragraph 4 Absatz 3 ESTG, sondern hier Paragraph 5, um Bilanzierer zu nennen. Und das Ganze sei dann vorgeführt anhand dieses Helden, dieses Protagonisten, ne, den wir jetzt uns mal anschauen, der Thomas D. aus Oldenburg. So, der einen Handel mit Maschinenteilen betreibt und dann hat er irgendwie Waren geliefert nach Indonesien und kriegt andere Waren aus Italien und liefert was in die Schweiz. Und dann haben wir es natürlich zu tun mit innergemeinschaftlichen Lieferungen, mit innergemeinschaftlichen Erwerb, mit Ausfuhr, mit Einfuhr, ne, um das Drittlandsgebiet hier reinzukriegen. Und ich glaube, Rechnungsabgrenzungsposten, mögliche Rechnungsabgrenzungsposten sind auch noch dabei. Steuerlicher Wertansatz, wie verhält es sich mit Rechnungen, die ich hier schreibe? Wann werden Bankgutschriften eigentlich gebucht, ne? Und auch die Vermietung eines Hauses, genau, eines vierstöckigen Geschäftshauses, sehe ich gerade, ist dabei. Ein Kredit wird ausbezahlt. Wie ist das mit einem Disagio eigentlich, ne? Ist hier das Zahlungsprinzip, das Zufluss-Abfluss-Prinzip des Paragraphen 11 ESTG eigentlich relevant für den Bilanzierer? Fragezeichen. Ne? Auch das werden wir zu klären haben. Und dann kauft er sich ein Auto. Und die Stromrechnung wird fällig und die Nachzahlung zur Stromrechnung ist dann hier zu diskutieren, ne? Und insbesondere, oh, Verbrauchsfolgeverfahren, eieieiei, und Forderungen, ach du meine Güte, Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung, das ist dann alles hier spannend und natürlich das Ganze immer wieder dann mit den nötigen Buchungssätzen, mit hier den Kontenrahmen SKR 03, SKR 04 und dann entsprechend mit den nötigen Buchungssätzen, die ich dann dafür brauche. Ich würde sagen, freu dich auf dieses Kapitel. Es wird anstrengend. Viel Spaß beim Lernen.